den Älteren von uns Ferndorfern, ich zähle mich auch schon dazu, dass ich lange dabei bin, ja eine gute Erinnerung haben an diese Halle. Wir durften ja hier schon einmal aufsteigen. Von daher, das war erstmal eine schöne Erinnerung für uns. Das Spiel heute, ich habe großen Respekt davor gehabt. Ich meine, ihr habt gute Ergebnisse gehabt. Krefeld deutlich geschlagen hier, Aurich im letzten Heimspiel wirklich zerlegt hier. Und von daher waren wir mit viel Respekt hier. Und ich glaube, das hat man in der Deckungsleistung, das große Engagement, das ihr an den Tag legen wollt, noch wirklich gesehen. Also gestützt auch auf einen überragenden Kai Rottschäfer haben wir das wirklich herausragend defensiv gelöst. In Ballbesitz bin ich nicht ganz zufrieden. Gegenstoß war okay, Positionsangriff. Ist ein Stück weit auch der Deckung geschuldet, einfach die Menden spielt. Ich glaube, dass Sascha da ganz bewusst auch auf unorthodoxe Situationen setzt und das bringt viel Druck und auch teilweise Unruhe ins Spiel. Und Unruhe kam ja auch dann über viele Zeitstrafen beispielsweise ins Spiel, wobei ich das Spiel jetzt nicht unfair gesehen habe. Also ich habe hier, glaube ich, eine ordentliche Handballpartie gesehen, die keine 11 Zeitstrafen für nötig gehabt hätte. Von daher, das ist so ein bisschen so ein Mankel gewesen, dass wir im Angriff nicht so konsequent waren. Aber ansonsten können wir mit dem Sieg, glaube ich, sehr zufrieden sein. Wir sind froh, diese Hürde hier genommen zu haben. Und euch auch alles Gute für die weitere Saison. Schön, dass wir alle verletzungsfrei geblieben sind. Ja. Und dann alles Gute und schönes Wochenende noch. Danke an die Unterstützung. Ne? Ja, du bist gleich nochmal dran, aber trotzdem schon mal danke. Oft gibt es auch immer nur eine Frage. wenn wir schon den designierten Meister hier schon mal haben, dann wählen wir das auch gerne ein bisschen aus. Erstmal danke für die Glückwünsche und natürlich auch, vom fairen Statement her gar keine Frage. Sascha, Halbzeit 7-11, Endstand 10 Tore, 5 vergebene 7 Meter oder 4. Ich denke, wir hätten es ein bisschen enger gestalten können, da war heute mehr drin, oder? Nicht viel. Erstmal schönen guten Abend, Wunsch Michael zum Sieg. Ja, was heißt da war mehr drin? Also ich glaube, wenn man sich mal die erste Halbzeit anschaut, was ihr im Paket Abwehr-Torwart geleistet habt, hat unser Kevin Peichert in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie viel frei der weggenommen hat, hat uns damit natürlich ein bisschen im Spiel gehalten, durch diese unorthodoxe Weise in der Abwehr, diese offensiven Parts, bewusst eingestreut gewesen, weil wir auch wussten, wir können euch da nicht zu nah rankommen lassen. Das haben wir immer wieder gesehen, wenn die Ferndorfer Schützen halt frei zum Schuss kommen, dann wächst halt kein Gras mehr in der Regel. Und was mich ein bisschen ärgert, ist so 1-5 Rückstand, der musste nicht sein, weil wir da 3-4 Gegenstoßsituationen haben, die wir halt ein bisschen blöd ausspielen. Da hätten wir zumindest die Chance gehabt, ein bisschen länger dran zu bleiben. Ferndorf kann sich dann absetzen, aber dann kriegen wir irgendwie nochmal so, auch über Kevins Leistung gestützt, wieder ein paar Bälle, kommen ins Tempospiel, kommen ran, können über unsere aggressive Verteidigung Ballgewinne erzielen. Es wird nicklig dann so ein bisschen mit den Zeitstrafen, wird ein bisschen übersichtlicher am Feld. Ja, dann zweite Halbzeit, gebe ich dir recht, da haben wir leider ein bisschen zu viel an freien Dingen verworfen, vor allem wenn man auch gegen so eine klasse Mannschaft halt im Spiel bleiben möchte. Und warum Ferndorf mit 34 Punkten da oben steht, hat man heute gesehen, weil mit so einem Inblock, mit Colopea und Rink, was die physisch alleine mitbringen, natürlich auch die anderen Ferndorfer Spieler und dann in Kombination mit dem Teuter, war schon sehr, sehr schwer für uns. Und es war klar, wir müssen in extrem viel Bewegung müssen wir erreichen im Positionsangriff, um die langen Kerle erstmal Bewegung zu kriegen. Und wenn uns das nicht gelungen ist und mit einem unvorbereiteten Wurf, dann war das immer sichere Beute für den Gegner. Und die Dinge, die wir dann gut gespielt haben, haben wir dann leider in der zweiten Halbzeit häufig liegen lassen. Ich denke da nur an Tommy Flohr hat 1-2 ganz frei verknallt, Marcel Vogler, die ganzen 7 Meter noch. So wie das Spiel heute gelaufen ist, war ein Peichert in der ersten Halbzeit nicht so hält, noch eine höhere Niederlage drin. Aber so wie es gelaufen ist, hätten wir am Ende auch durchaus nur mit 5 oder 7 verlieren können. Also von daher, die Mannschaft aus Ferndorf ist sicherlich in der Besetzung 10 Tore besser als wir. Das muss man fairerweise so sagen. Das ist eigentlich nicht unsere Kragenweite. Danke.